Hey, der eine heißt Lesky, der andere heißt Rusty Lesky und Turbo Freak. Turbo Freak, den kennen wir noch. Oh shit. So, den ganzen Scheiß jetzt rückwärts. Üzur? Üzur? Hallo? Axel? Der Bruder von Axel, Üxel. Ja, der, Kerf Obrut. Kerf Obrut. Obrut. Okay, nee, das ist nicht witzig, nein. Wir haben hier gute Dialekte, wir haben hier gutes vieles Deutsch und wir haben gelernt auf gute Schule. Und vor allem haben wir Skill mit Lamborghini wunderschön zu fahren, die neu gekauft. Wir haben gute viele Lamborghini. Willst du mal fahren? Darfst du nicht. Ist ein geiles Zeug. Bam! Schwör dir, im Real Life würde der Lamborghini gar nicht mehr existieren. Ja, der hätte ein paar mehr Dellen. Unser Auto später würde wahrscheinlich irgendwo an einem Strick erhängt liegen. Als Beispiel dafür. Achtung, Achtung, Achtung! Oh mein Gott! Oh shit, oh shit. Wow. What the? Nein, Alter, dreh dich! Komm schon, dreh dich, du Arsch! What the fuck? Okay. Ich will mehr! So, what the fuck? Rückspiegel! Guck dir die Dinger an! Oh. Guck dir die Tipper an! Am besten gleich mal rückspulen! Alter, war das geil! Da hätte nur noch der eine Strick gefehlt, ey. Okay. So vorhin nochmal. Ja. Alter, diese Jumps. Taxi. Glück gehabt. Das nächste Mal hast du nicht so Glück gehabt. Alter, wir sind eine Runde gefahren und es sind schon... What the fuck? 3 Minuten. Naja. What the fuck? Ein Rennen dauert bis zu 2 Minuten. Wollt ihr mich verarschen? Eine Runde. Wir fahren hier ja noch bis zum jüngsten Gericht. Hä? Du willst mir jetzt aber nicht weismachen, dass du nicht weißt, was das jüngste Gericht ist. In einem Game ist es so eine Attacke, die mich dann immer umbringt und dann instant Game Over kommt und ich nichts dagegen machen kann, weswegen ich so einen Endboss verfluche, aber sonst nein. Ja, jüngstes Gericht heißt so viel wie Untergang der Erde, Entscheidung, ob Gott dich in den Himmel aufnimmt oder nicht. Ah, komm hier nicht mit Gott, ich bin ein... zivile Fahrer. Der müsste jetzt auch an jemanden glauben. Mhm. Ich glaube an dich, Oma. Gerade eben noch auf dem Weg zur Arbeit und auf einmal auf so einem Stuhl. Himmel oder Hölle? Oh Mann! Ach, ist das ein wunderschöner Tag. Die Sonne scheint mir aus dem Arsch und mir geht es einfach wunderbar. Die Sonne scheint ihm aus dem Arsch. Das hast du ernsthaft gesagt. Logisch, dass man dafür überfahren gehört, Alter. Die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Die Sonne geht auf. Warum? Warum? Scheiße. Nur du und ich wissen, was passiert ist. Nein. Nicht, wenn ich diese installierte Facecam dort hinten anmache. Was? Vor allem Facecam, ne? Weil sie an meinem Arsch klebt. Nein, dann wäre es die Aftercam. Die Aftercam? Weil sie alles nach dem aufholt. After, nach dem. Weil du dich... Nein. Komm. Alter, zweites Rennen, 5 Minuten um. Au. Scheiße. Diese Scheißkurve. Alter, die überholen mich. Oh, jetzt wird's wieder lustig. Ihr langnasigen Lutscher. Ihr schwachschwelligen Schwänzer. Ihr sprudeligen Spanner. Ich will noch mitbekommen, wie der eine fliegt. Fliegt. Oh mein Gott, Galado. Hoppa! Alter, wie gut ist der andere aufgekommen, genauso wie wir. Und der vor uns hat es noch besser gemacht. Scheiße, meine Nase ist tot. So, ich erinnere mich noch, hier war irgend so ein Taxi, was denkt, es wäre entkommen. Oh, Überschild! Oh, wir können bei den Hürden laufen, bei den Olympischen Spielen mitmachen. Ja, dann nimmst du mit dem Pferd auch so eine Abkürzung wieder vorne und dann fliegt es auch und dreht sich erstmal 15 Mal so. Hä? Meinst du, das Pferd kann danach noch fahren? Fahren? Auf allen Vieren? Ja, fahren vielleicht schon, aber nicht auf allen 4 Rädern. Dann ist es mehr so... Dann ist es mehr so auf dem Rollstuhl, das arme Fahrrad. Oh!
Oh, das war mies. Alter, da hättest du echt Speedbreaker zünden können. Ey, du bist immer noch am Steuer. Ja, eben, und du hast Speedbreaker. Ach, stimmt. Ey, trotzdem nicht. Ja. Ich dachte, du schaffst die Kurven inzwischen auch ohne. Die sind alle vor uns. Ja, aber wir haben noch. Alter, wenn die genauso fahren wie in der nächsten Runde, dann sind wir so, what the fuck, wie der auf einmal abgeht. Und wir nehmen natürlich nur den Gegenverkehr. Alter, schade. Komm ich schon. Grad, ich dachte gerade, einer von denen wollte nach rechts abbiegen und ist dann irgendwie verschwunden. Chill doch, voraussichtlich geht das Rennen 10 Minuten insgesamt, also wir haben noch 3. Alter, ein ewiges Rennen. Da kann noch einiges passieren. Alter, wenn wir das verlieren, dann wäre das ja mal ein what the fuck. Das wäre der biggest Facepalm ever. Aber so wie die hier abgehen, da glaube ich, verlieren wir das auch hundertprozentig. Komm schon. Vor allem, wie können so billig Autos abgehen im Vergleich zu uns? Alter, komm schon. Warum sind wir auf dem allerletzten Platz? Was ist da los? Ich dachte, wir geben Gas. Und weißt habe ganz viel Spaß. Ich weiß nicht warum, aber gerade habe ich ein Bild im Kopf, wo du und ich auf einem Pferd reiten, auf dem Weg nach Ägypten, und du dann sagst, ey, zünd mal Nitro, dann schlag ich dem Pferd auf den Arsch und auf einmal hat es so einen krassen Dünnschiss, dass wir, was weiß ich, wie weit fliegen. Warum? Ein Pferd. In Ägypten. Warum? Oh mein Gott. Nein, auf dem Weg nach Ägypten. Alter, meine letzte Runde und ich bin letzter. Oh. Oh mein Gott. What? Was ist das? Alter, was soll die Scheißkarte? Oh mein Gott. Okay, also zu deinem, dass wir so gut wie verloren haben. Wir haben so gut wie verloren. Alter Scheiß, guck dir den Vorsprung an. 10 Minuten für einen Arsch, wie du es sagen willst. Soll ich dich auch gleich mal anschreien? Ich hätte fast mit meinem Knie den Powerknopf an deinem PC betätigt. Weil du gerade hier so ausrasten musstest. So. Le Epic Jump. Le Epic. Le Epic. Weiter. Los. Mach schneller, Lambo. Los. Geh mal. Dünnpfiff hier. Los, Dünnpfiff. Verstopfung. Du zündest gerade den Dünnpfiff für den vor. Alter, warum zündest du ihn? Ja, jetzt zündest du. Alter, mir wird schwarze Augen. Alter, wenn ich meine Luft anhalte, dann wird mir schwarze Augen. Oh, da habe ich den Speedbreaker. Ja, aber ziemlich eben, vorsichtig. Man lernt dazu, nicht wahr? Aha. Oh, ich wollte gerade sagen. Der Fachmann staunt, der Laie wundert sich. Aha. Kennst du das? Nein. Tja. So viel Konzentration. Er macht sein Ding. Egal, was die anderen sagen. Ich glaube, es wird noch was. Ich glaube dran. Alter, guck dir, wie die abgeht. Nicht mal mit dem Galado hole ich diese Scheißkarren ein. Was ist heute eigentlich für ein Wurm im Computer? Virus hat meinen Computer gehackt und übernimmt Need for Speed. Der Anne Frank lese. Alter, es kann was werden. 10 Minuten? Nicht für den Arsch! Es kann doch was werden! Alter, jetzt nicht rammen! Nur nicht rammen! Erstmal alles mitnehmen, was auf der Wiese liegt. Auf jeden Fall. Leute, ihr dürft mitfeiern, wenn wir das gewinnen. Weißt du, was jetzt noch fehlt? Die Kante auf dem Boden. Die Kante auf dem Boden. Oh mein Deine Gott. Schnauze, bevor sie noch kommt, oh mein Gott, Idiot. Oh mein Gott. Alter, das wird so epic knapp. Das ist jetzt so knapp. Hohe Konzentration. Der eine. Jetzt. Schau, please, rammen. Da vorne ist das Ziel. Alter. Da oben die Kurve. Da oben die Kurve. Please. Kante. Please. Ja. Yes. 10 Minuten nicht für einen Arsch. Alter, Mann. Wonderful. It's just wonderful. Du überlastest das Mikrofon, hör auf. Alter, ich bin so müde. Diese Stressanstrengung. Alliteration. Stressanstrengung. Ah ne, ist gar keine Alliteration. Stress. Durch. Quick Loop. Sonntag. Ein Quickie, was? Quick Loop. Yeah. Ein Quickie? Nein. Oh, nein, komm, nein. Ein Rennen. Aber nicht ich. Ich wollte gerade sagen. Das machst du. Alter. Okay. Kopfgeld, 3.700.000. Nicht schlecht. Mit den Challenges am Ende wird das schon einiges mehr. Oh mein Gott. Ey, ist das ein Galado?
Ich fühle mich gerade verarscht. Von wem? Von mir? Das weil ist Galado. Galado ist, aber der ist so hässlich. Ja, der ist so hässlich, das ist kein echter. Ah, Radarfalle, perfekt. Chopper! Schon wieder Chopper und Little. Und Sidewide. Heißt der Sidewide? Nee, Sideswipe. Nee, Sideswipe. Ja. Nee, Beckham-H. Rückwärts, Epiphsedis. Repoch. Epiphsedis. Repohyk. Repok. Repok. Okay, wir sollten damit aufhören. Ja, vielleicht. Aber toll, warum nimmst du nicht die Abkürzung, Mann, ey? Was für Abkürzung? Da würdest du gegen die Wand gehen. Nein, da ist die Abkürzung. Guck mal hier, das Ding da. Ja, aber wenn du mal überlegst, du weißt ja, dass der immer so... Ja, du bist schon wieder auf meinem Kabel. Ich gar nicht, wahr? Doch, bist du. Okay, oh, vielleicht ein bisschen. Okay, ja, jetzt. Okay, jetzt spinnt mein Hirn so sehr rum, dass ich jeden riesigen Turm als Penis bezeichne. Wahrnehme. Dein Ernst, dein oh Ernst, Gott. Dein Ernst. Ich dachte, wir wären schon so weit unten und jetzt kommst du mit dieser Aussage. Oh, siehst du den Berg da? Der Mount Hoden. Oh Gott. Das ist der Mount Hoden. Irgendwie bist du an dem Punkt angekommen, an dem du nur noch Perverses halluzinierst. Ah, meine Augen. Was ist dein Hoden pervers? Ja, oh mein Gott. Alter, warum jucken meine Augen? Ich glaube, ich bin allergisch gegen dich. Ich glaube, du bist allergisch gegen das Wort Hoden. Ich bin allergisch. Hoden? Allergisch. Hoden? Ah, fuck. Hoden! Ich muss doch so eine Art Hauttest oder wie man das denn machen lassen. Hodi, Hoden! Deswegen ist meine Nase auch immer so zu, so. Scheiße. What the f***? Oh perfekt getroffen. Die anderen auch, guck's dir an. Da fehlt der Rückspiegel. Ja, nein. Paul, da fehlt der Rückspiegel. Nein, tut er nicht, das ist genau so bestimmt. Oh Mann. Ich zünd nach den Rückspiegel nämlich erst. Brainlag. Erst. Ja, komm, wann kommt das Nitro? Erst. Komm jetzt. Ich mach den Rückspiegel erst. Aber jetzt. Ne, jetzt nicht. Ach, den Rückspiegel. Nein, nicht jetzt. Oh mein Gott. Paul will, dass wir das Spiel wieder verlieren. Oh mein Gott. Und Alter, der eine ist auch so. Alter, nee. Wo ist denn der hängen geblieben? Oh, perfekt. Oh Gott, davon ist ein Ziel. Alter, was ist denn das für ein kurzes Rennen und wir fucken ab? Oh mein Gott. Hey, das wird noch. Ja, nein. Ich schwör. Alter. Ich schwör. Wenn das was wird. Fünf, wenn das vier, wird. Drei, nein, ich glaub's nicht. Zwei. Alter, wie konnten wir das gewinnen? Das glaube ich jetzt aber nicht. Ja, warte, scheiße. Diese Tryhard-Loops einfach nur. Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Ja, ein Rennen geht noch, oder? Alter, ich glaube, wir fordern unser Glück. Welches Glück? Welches Glück eigentlich? Was fordern wir hier raus? Das ist kein Glück. Okay, dann. Okay. Ja, nee, jetzt wollen wir beenden. Und zwar verabschieden wir uns mal ganz herzlich von euch. Meine Nase ist immer noch zu. Ach, so, jetzt nochmal. Wir verabschieden uns damit ganz herzlich. Vielen Dank, dass ihr wieder angeschaltet habt. Erzählt euren Nachbarn und so, dass es hier tolle Let's Plays gibt. War das Schleichwerbung, oh, 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 Albers? Oh, oh. What? Der sieht uns nicht. Wollen wir wetten, der sieht uns nicht. Der sieht uns nicht. Okay, der sieht uns nicht. Oh, ach der so, ist hinten. Hinter uns. Wir können nicht beenden. Shit, wir wollen... Oh, scheiße, wer... Oh, verdammt. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu einer spontanen Verfolgungsjagd über, ne? Und, wieso? Ein paar Meilensteine haben uns sowieso noch gefehlt, deswegen, komm, die machen wir, die zocken mal weg. Na dann los. Die rauchen mal in der Folge. Das war gerade so unlogisch. Radar zeigt nach vorne, war hinter uns. Okay, ja. Oh, den hängen wir aber ab. Das wird mir ziemlich schnell. Oh, ey, das war er. Zu schnelles Fahren. 240 geht doch noch. Oh Gott. Ja, die Rampe. Ab über die Rampe, die Wampe. Oh. Oh, das ist auch so eine geile Stelle. Warum denke ich, wenn ich Wampe sage, an einen gewissen Lehrer? Der Mann mit der Wampe. Und. Wampe. Bam. Oh, warte. Oh, wie sie gegen die Wand klatschen. Sie haben es nicht geschafft.
Noob Hoops. Noobidi-noobidi-noob. Richtige Kacken. Oh, oh, dead, dead, dead. Dead change. AKX Alba Style. Oh. Ooh, ja. Yeah. Ooh, ja. Yeah. Er geht ab. Ooh, ja. Yeah. Wer geht ab? Ja, er geht ab. Okay. Ja. Niemand weiß, wo er hin soll. Der SUV fährt gegen die Wand. Der Helikopter bleibt vor einem Stadion stehen und wir rammen ebenfalls die Wand. Der eine fährt einen Wasserbehälter um und wir fahren im Kreis und wissen nicht, was wir tun sollen. Genau, wir fahren jetzt einfach nochmal um die Ecke und wir moderieren jetzt jedes einzelne Stückchen, was wir machen. Wir versuchen, einen Posten auszuweichen. Wir rammen einen Polizeiwagen. Wir fahren weiter, werden geirrt durch die Sicht des verstaubten Helikopters, fahren weiter geradeaus und biegen links nach links ab, zerstören einen Wagen, ohne es getan zu haben. Ja, genau, fahren weiter geradeaus, versuchen entweder abzuhängen oder weiterzufahren, wollen uns verstecken in einem Versteck, doch leider hat uns ein Polizeiwagen enttarnt. Wir müssen versuchen weiterzukommen, haben wieder einen Polizeiwagen zerstört, ohne dass wir machen. Sie haben unser Versteck durchschaut, deswegen müssen wir weiterhin flüchten, versuchen wir flüchten auch. Gegen die Wand, wir flüchten gegen die Wand, wir flüchten fast gegen einen Pfosten. Wir werden immer noch weiterhin verfolgt von immer mehr und mehr Autos. Da kommt ein Sandsack, wir weichen eben geschickt aus, sie kommen gar nicht mit. Da ist ein weiterer Polizeiwagen, den wir verfehlt haben. Wir hätten ihn fast bekommen. News 22 immer live vor Ort, bei jedem Crash ist immer dabei. Wir versuchen weiterhin auf der Autobahn zu entkommen und fallen an einem LKW vorbei unter dem Brückensystem. Und wir fahren. Eisscheiße. Eiskalt. Da hört die Komme. Wir schaffen's doch. Wir entkommen noch. Ihr werdet uns das niemals bekommen. Ihr kriegt uns niemals leben. Niemals. Alter, der SUV. Der SUV einfach. Scheiße, Wir hätten nicht warten sollen, bis uns die Polizei entdeckt. Bingo. Fuck. Ja, also meine lieben Zuschauer. Auch eine spontane Verfolgung kann in die Hosen gehen. Ja. Verdammt. Damit hätten wir uns eigentlich nicht verabschiedet, aber scheiß drauf. Ja, Moment mal, doch, vielleicht hört das der Zuschauer doch noch. Ja, ich kann einfach ein Bild hinten dran hängen. Also, meine lieben Zuschauer, falls ihr noch da seid, das wird eine ganz spontane Abmoderation ohne Bild. Doch ihr werdet dann ein Bild haben, aber damit verabschieden wir uns wieder ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn nicht, habt bitte Verbesserungsvorschläge, die ihr in die Kommentare schreibt. Und wenn nicht, würden wir uns über einen Abonnenten freuen, über Freunde, denen ihr Bescheid sagt, dass es hier einen kleinen YouTube-Kanal gibt und der sich über jeden Zuschauer freut. Und bitte seid doch sehr herzlich und deabonniert nicht einfach. Ich meine... Oh, jetzt kommt das schon wieder. Wir freuen uns über ein Like, ein Abo, ein Kommentar, irgendwas, wie auch immer. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Aber damit Werbung ja wohl jetzt, aber genug Schleifwerbung gemacht. Ist gut, Oma. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt Schluss machen. Meine Oma kommt mit dem Gehstock. Ja, dann viel Spaß beim restlichen Leben, falls ihr das noch habt. Ihr werdet jetzt ja nicht umsonst das hier gucken, was ihr hier macht. Und deswegen viel Spaß an das, was auch immer ihr gerade getan habt.